Leute, ja, hier ist wieder Black Phoenix und ich habe mich heute einfach mal dazu entschieden, ein paar Trainingskämpfe bei Dragon Ball Fighters zu machen, also ein paar Ringkämpfe und ja, mal gucken, wie das so wird. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt darauf und ja, schauen wir doch mal, wie das so wird, auf jeden Fall. Ja, also in meinem Team ist Gogeta, der neue DLC-Charakter aus Dragon Ball Fighters. Ich persönlich finde, er ist ein echt guter und cooler Charakter. Und ja, nice. Mein Gegner hat auch Gogeta. Finde ich ganz nice auf jeden Fall. Er hat auch Goku Black und Vegeta Super Saiyajin. Okay. Und er ist viel stärker als ich, aber mal gucken, wie das so wird. Mal gucken, ob wir die Intros sehen können. Jo, er überspringt es wohl nicht. Ich persönlich finde die Intros ja auf jeden Fall immer mega cool. Besonders das von Gogeta. Yeah, man. Voll das geile Intro auf jeden Fall. Und das Outfit von ihm finde ich halt auch mega nice. Mal schauen, wie das so wird. Ah, schade, okay. Ich habe ihn in die Luft bekommen, okay, ich habe ihn getroffen. Oh Mann, ey. Ich darf nicht mehr so sprinten, ey, das ist echt doof. Nein, Gogeta ist gleich down. Okay, ich konnte noch wechseln. Mal in den Superangriff von Goku Black gekommen. Sad. Ah. Okay, das war nicht gut. Na, nein. Oh Mann, ey, Goku Black hat mich auf jeden Fall. Schade, schade. Jetzt Gogeta wechseln hier. Okay, er hat auch zu Gogeta gewechselt. Oh mein Gott, okay. Mal gucken, Vegito. Ich finde das auch richtig heftig, dass Gogeta diese Doppelgänger erschaffen kann bei einer Attacke. Das ist auf jeden Fall mega sick. Mega heftig. Okay. Oh Mann, ey. Schade, Vegeta ist auch gleich down. Vegeta ist gleich down. Schade. Okay. Oh Mann, das sieht nicht gut aus. Mein Gogeta hat viel zu wenig Energie. Okay, immerhin haben wir einen Charakter von ihm besiegt. Das ist schon ganz cool, aber ich glaube nicht, dass ich ihn besiegen werden, also besiegen kann. Das Problem ist, seine beiden Charaktere haben viel mehr Energie als ich. Das ist ein bisschen sehr schade auf jeden Fall. Ja, komm schon. Yes. Vegeta haben wir auch besiegt. Nice. Und jetzt steht es 2 zu 1. Okay, schade. Jetzt steht es 1-1. Und wir haben beide ungefähr gleich viel Energie und beide unser Sparkling aktiviert. Ah, es ist schon doof mit dem Kamehameha, weil damit kann er mich gut auf Distanz halten. Schon ein bisschen blöd so. Ja, sieht doch schon ganz nice aus.
Oh Mann, okay. Ich dachte, wir hätten beide unser Sparkling aktiviert, aber irgendwie war das nicht so. Heftig. Oh mein Gott, er hat 7 Keybalken. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Oh nein. Ah, komm schon. Okay, ich habe ihn noch erwischt. Ja, ich habe gewonnen. Nice. Richtig cool. Nice, auf jeden Fall. Und ja, das war auf jeden Fall mega nice. Und er macht sogar noch einen Rückkampf. Okay. Mega nice. Ja, Mann. Gogetas Attacken sind doch mega cool auf jeden Fall. So, Gogeta hat auf jeden Fall richtig coole Attacken drauf. Ich komme mit ihm auch persönlich gut zurecht, so als Charakter. Ja, also ich finde Gogeta ist auf jeden Fall mega cool. Man muss sich halt einfach wirklich auf jeden Charakter einzeln einstellen, so. Also man muss sich echt an jeden Charakter gewöhnen und gucken, dass man mit dem gut kämpfen kann. Also das ist mega heftig bei dem Game auf jeden Fall. Muss da halt übelst viel Arbeit reinstecken, so. Das ist echt mega heftig, Alter. In dem Spiel, ey. Also das ist echt nicht so ein Spiel, wo du einfach dir Charaktere nimmst und einfach losspielen kannst, so. Sondern du musst halt richtig übertrieben gucken, dass du mit den Charakteren noch gut kämpfen kannst, die du dir ausgesucht hast. Und das ist halt mega heftig, da muss man halt übelst viel für trainieren und so. Und der Typ, gegen den ich hier gerade kämpfe, der muss sein Spiel auch richtig gut im Griff haben, also richtig oft spielen. Und halt auch richtig, um so übertrieben stark zu werden, auf jeden Fall. Ja, nicht gut, ich bin gleich tot mit Gogeta, mit Goku Black. Mal gucken, ob ich ihn wechseln kann. Ein Manko bei Gogeta ist leider auch, dass man seine Ulti nicht in der Luft einsetzen kann. Ja, da geht das nur am Boden. Das ist ein bisschen blöd. Okay, da habe ich gerade völlig daneben gezielt. Ja, schade. Ich bin leider voll auf seine Attacke reingefallen. Nicht so cool. Ist echt nicht so gut. Ah. Sorry, wenn ich gerade ein bisschen wenig rede, aber ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Weil der Typ ist halt mega stark als Gegner. Ah, nein. Wenn der letzte Move noch geklappt hätte. Das ist gut gewesen. Okay, ich bin leider down. Schade, leider hat er mich besiegt. Oh Mann, ey. Und yeah. Yo, mal gucken, ob wir noch einen Kampf schaffen. Die schade. Okay, er hat mich. Ein bisschen blöd, aber gucken wir einfach mal. Ah, nein. Ey, wenn der Angriff noch getroffen hätte, also noch connected hätte, das wäre so gut gewesen. Leider hat es nicht mehr geklappt. Ich habe leider auch keine Meter, um ihn noch weiter angreifen zu können. Das Problem, okay, wir haben beide einen Meter, ist ein bisschen heftig. Er hat mich zum Glück nicht getroffen. Oh Mann. Stecke ich ganz schön was ein hier gerade gegen ihn. Okay, und leider ging der Grab von Vegeto auch daneben. Schade. Aber ich habe ihn besiegt. Also ich habe seinen Goku Black auf jeden Fall down bekommen.
Okay, gucken, wie das so wird. Oh Mann, okay. Das war ein bisschen unklug von mir gerade. Okay, das war nicht gut von mir. Das war ein bisschen unüberlegt. Oh Mann, okay, 2 zu 2 steht's jetzt. Ach, schade. Also auch um diese Kombos zu verlängern, ey, man muss da so viel Arbeit reinstecken in dieses Spiel. Das ist heftig. Das ist mega heftig auf jeden Fall. Kigo Gator. Mal gucken, wie weit ich jetzt noch komme gegen ihn. Gucken, ob ich es wenigstens schaffe, seinen Vegeta rauszuhauen. Wäre auf jeden Fall cool. Ich wechsle der jetzt nicht. Nein. Ah, schade, er hat mich leider besiegt. Naja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und ja, ihr könnt mir ja ein Like und auch ein Abo da lassen, wenn es so war. Und ja, ich bin damit raus. Bye, Leute.